habe Medizin gefunden. Frustgummis. Aber ich glaube, wenn man davon zu viel konsumiert, dann hat man am nächsten Tag sowas wie einen Kater. Ja, der wird schon da sein. Zu meinen Füßen wird er liegen. Und nicht so grün aussehen wie dieses Gummibärchen. Ich bin noch nicht so sicher, welches da fast schmeckt, aber... Und meine Haut ist noch nicht mehr so, die war mal schöner. Ich kriege einen Zuckerschock. Dann schlafe ich vielleicht schneller ein. Und muss mir nicht mehr das ganze dumme Gezülze anhören über Leute, die sich gegenseitig beleidigen müssen. Und das beim miesesten Wetter. Um unsere Verfassung zu schützen. Stattdessen greifen sie andere an. Das hat dann die Uhr gebracht. Das nehme ich zumindest dann. Ich traue mich gar nicht mehr, den Fernseher einzuschalten. Ich fand das immer sehr praktisch. Kleine Tüten mit Fruchtgummi. Werde ich morgen da liegen. Und denken, oh Gott, konnte ich nur. Zumindest habe ich jetzt einen Beweis für die Ewigkeit. So schnell geht das nicht. Was habe ich denn hier? Alles orange und grün und gelb. Oh Gott, das riecht so künstlich. Aber zu Halloween wollt's ja kein Kind abholen. Verschwenden wollen wir doch nichts. Ich bin also im Namen der Wissenschaft. Das ist das andere ist immer noch da. Also. Rot und Gelb. Braucht man gar nicht zusammen essen. Andere Süßigkeiten kann man wohl mischen, wie ich gehört habe. Gar nicht, wo meine Wärmflasche ist, falls ich Bauchweh kriege. Rudy Giuliani hat das habe ich in den Nachrichten nur mal gesehen. Und gelesen habe ich es auch. Er konnte sich nicht entblöden, nur trotzdem. Dass ein Hinterhof war, haben sie irgendwie mit ein paar Wahlpostern die Wand verkleidet, so eine aus grauen Zementblöcken. Und die Kamera schwenkte nach oben. Ein Gebäude daneben. Adult Bookstore. Ich wollte mal in einen reingehen. Und in Amerika war das. Und dann hat mein. Meine Gastgeber gesagt, das ist keine gute Idee. Ich habe gesagt, wieso nicht? Etwas lesen. Aber da fahren wir lieber woanders hin. Wieso? Habe ich gedacht. Ich habe auch so was Ähnliches gesagt. Ich will ja kein Kinderbuch lesen. Das kann ruhig für Erwachsene sein. Ich wollte mir was von Stephen King holen oder so. So ähnlich. Wir sind doch woanders hingefahren. Das war auch besser. Da konnte man danach, wenn man sein Buch gekauft hatte, gleich noch einen Kaffee trinken und eine Weile bleiben. So ging. Jedenfalls war auf der anderen Seite der Straße oder nebenan noch ein Krematorium und der muss da seine Rede halten. An der Wand neben ihm war so ein Gestell angebracht, wo du einen Wasserschlauch dran aufhängen konntest. Ich denke, der will 20.000 pro Tag haben. Können sich auch anstrengen, eine anständige Stelle zu finden, um ihr Nonsens von sich zu geben. Wenn man sich die untere Kauleiste schon nicht reparieren lassen kann, dann muss doch wenigstens das drin sein. Die alten Wahlplakate verbrauchen und dass man sie mal umguckt. Ich meine nur. Orange. Oh, hallo, O'Malley. Entschuldigt mich. Ja, genau, leg dich mal auf die Decke.